Hi Leute und willkommen zurück zu einem kleinen neuen Projekt von mir. Wie seht's schon, ich spiele für euch Factorio. Der eine oder andere wird es schon kennen. Das ist ein Aufbausimulation-Strategiespiel, könnte man sagen. Worum geht's? Es geht eigentlich darum, das sehen wir auch hier schon im Hintergrund, einfach eine planetenweite Fabrik zu bauen. Und dafür zu sorgen, dass halt alles rund läuft, alles versorgt bleibt und das halt am Laufen zu lassen. Was kann man auch dazu sagen? Entwickelt wird Factorio aktuell von Whoop Software Ltd. Das Spiel gibt es seit 2012, ist es in Entwicklung und im Early Access, weiß ich gar nicht wie lange schon. Jedenfalls ist es noch ein Early Access Titel, ich finde es schon ziemlich cool. Ich habe noch nicht so viel gespielt, aber schon ein bisschen. Also so schon die ein oder andere Stunde. Finde es auf jeden Fall sehr cool. Und kostet 20 € auf Steam. Ist relativ teuer für einen Early Access Titel, aber glaubt mir, es lohnt sich. Also wenn man auf so Zeug steht, Automatisierung, Aufbau und sowas, dann ist das super. Geiles Spiel. Also ich habe es die Demo gespielt, weil es mir ein Kumpel empfohlen hat und hab's mir sofort gekauft. Was möchte ich mit euch machen? An sich möchte ich mit euch hier spielen. Klar, und zwar würde ich mit euch die Kampagne spielen. Und würde einfach mal hier mit den ersten Schritten anfangen, weil ich weiß auch alles noch nicht so wirklich. Ja, deswegen machen wir die ersten Schritte gemeinsam. Ich meine, ihr könnt wahrscheinlich die Leute, die das Spiel schon kennen, werden mich verfluchen. Die es nicht kennen, viel Spaß damit und so. Und werde halt mal so ein bisschen versuchen, hier so ein bisschen zu spielen. Bisschen Blödsinn zu machen. Das Übliche eben. Gut, erste Schritte. Was gibt's? Das Schöne ist, es ist übrigens auf Deutsch. Ja, also Hut ab. Komplett auf Deutsch umgeschrieben hier alles. Gut, was haben wir? Du bist soeben auf der Oberfläche eines unbekannten Planeten gelandet. Hier gibt es niemanden, der dir helfen kann. Du musst lernen, einfache Werkzeuge selbst herzustellen und Maschinen zu bauen, die dir die Arbeit erleichtern. Doch Vorsicht, du bist hier nicht allein. Ja, dann legen wir doch mal los. Ihr seht, ich habe schon mal angefangen gehabt. Das ist noch aus der Beta. Wir fangen wieder schön in Level 1 an. Bis Level 3 habe ich gespielt. Aber ich glaube, Level 3 habe ich nicht mehr beendet. Aber wir legen jetzt hier einfach los. Und es gibt leider noch nicht sowas wie ein Intro und so. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut. Ich habe die gerade eben eigentlich lauter gestellt, weil mir die zu leise war, aber jetzt ist sie schon ein bisschen laut. So. So, Spiel fortfahren. So, das hier sind wir. Ja, die Rettungskapsel hat uns das Leben gerettet. Doch wahrscheinlich hat niemand anders überlebt. Ja, jetzt kommen hier immer diese sehr, ja, am Anfang sehr hilfreichen Tipps. Irgendwann sind sie echt nervig, weil dann irgendwie 300 Tipps kommen. Also hatte ich jetzt im Level 3 oder so und man noch gar nicht weiß, was man eigentlich alles machen kann. Aber na gut, steht hier schon, das Fenster wird gelegentlich das Spiel pausieren und dir einige Hinweise geben. Du kannst das Spiel fortfahren durch Drücken von Tab. Machen wir doch gleich mal. Da ist es auch schon wieder. Du kannst das aktuelle Ziel immer in diesem Fenster finden. Das ist schon mal sehr praktisch. Dieses Fenster wird dir immer das aktuelle Ziel oder die aktuelle Aufgabe zeigen. Da ist es auch schon wieder weg. So, benutze WASD, um dich zu bewegen. Also man steuert hier wirklich diese Person hier. Ich frage mich, ob ich nicht etwas Nützliches im Wrack finden kann. Ja, nächstes Ziel. Wir sollen mal das Wrack anschauen. Und da geht auch schon das nächste Hilfefenster auf. Dein Inventar ist hier links. Bewege die Eisenplatten hierher, indem du den Stapel mit der linken Maustaste aufhebst. Okay, machen wir doch mal. Plopp. Und mit E können wir das Ganze wieder zumachen. Ja, nichts weiter zu finden. Ich werde mich. Was? Ich werde mir selbst ein paar Werkzeuge herstellen müssen. Wir sollen E drücken. Und schon wieder ein Tipp. Also ihr werdet sehen, das wird sich hier noch ein bisschen weiter durchziehen. Ich habe auch mit meinem Kumpel schon mal gespielt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Er hat jetzt irgendeinen Mod ausgegraben, wo es noch mehr Möglichkeiten gibt und ich war schon im offenen Spiel komplett überfordert. So, was haben wir? Auf der rechten Seite siehst du deine Baupläne. Durch einen Linksklick auf einen Bauplan wird der Gegenstand hergestellt. Okay. Die Zahl am Bauplan zeigt an, wie oft der Gegenstand hergestellt werden kann.
Bewege die Maus über einen Bauplan, um zu sehen, welche und wie viel Materialien dafür benötigt werden. Das ist ganz praktisch, weil er zeigt uns hier als erstes die Zeit an, die wir brauchen. Dann bräuchten wir zwei Eisenstangen und drei Eisenplatten. Unten zeigt er uns dann aber an, was wir als Gesamtmaterial benötigen und Gesamtzeit, weil wir die Eisenstangen auch erst herstellen müssen. Das wäre nämlich hier. Die könnten wir jetzt einzeln herstellen. Die können wir aber auch einfach durch Klicken auf den Bauplan craftet er das quasi automatisch. Das finde ich ziemlich cool, weil man sich da nicht mit diesen 3 Millionen Zwischenschritten aufhalten muss. Und es gibt viele Zwischenschritte hier. So, dann bauen wir doch mal ein. Da geht auch schon wieder das, dieses Hilfefenster auf. Dies ist die Warteschlange deiner Arbeitsaufträge. Die Arbeitsaufträge werden automatisch abgearbeitet. Ja, da habe ich jetzt im Video mein Logo drüber gelegt. Genie. Naja, ist nicht so wichtig, die Arbeitsaufträge. Ja, die Eisenspitzhacke wurde automatisch in den Werkzeugslot ausgerüstet. Genau, wir haben hier nämlich noch so einen Waffengürtel, könnte man sagen. Werkzeug, erste Schusswaffe, zweite, dritte Waffe und wir können eine Rüstung tragen später. Es kommt aber später noch. So, das machen wir erstmal hier zu. Praktisch ist alles wirklich automatisch alles equipped. Auch hier in die Schnellleiste legt er die Sachen automatisch rein. Eisenerz. Geh näher an das Erzvorkommen heran und halt die Maus darüber. Gelbes Rechteck erscheint, ja. Wenn du die Maus über ein Objekt bewegst, werden die Informationen über den Gegenstand in der oberen rechten Ecke angezeigt. Gut, wir sehen jetzt hier Eisenerz, wie lange wir. Was? Abbauwiderstand. Ja, okay, Abbauzeit und wie viel Eisenerz da drin ist. So, jetzt 4 Eisenerz abbauen. Das geht mit der rechten Maustaste, steht auch ganz nett. Ja, an sich lese ich momentan nur vor. Ich weiß. So. So, 4 Eisenerz. Oh. Wenn ich das Eisenerz nur irgendwie schmelzen könnte. Der nächste Auftrag. Wir sollen einen Schmelzofen herstellen. Hier geht es ja auch Schlag auf Schlag. So, das hier ist der Schmelzofen. Wie ihr seht, brauchen wir Stein. Stein haben wir nicht. Stein, Stein, Stein. Hier ist Stein. Den können wir jetzt hier auch abbauen. Genauso wie gerade eben das Eisenerz. Ist auch wichtig, man muss darauf achten, die Spitzhacke hat eine Haltbarkeit. Und wenn die kaputt ist, dann brauchen wir halt eine neue. Und die Spitzhacke ist unser Universaltool. Damit können wir auch Holz abbauen und alles. Können wir echt alles hier abbauen. So. Ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ein Schmelzofen. Genau, hier, das habe ich gerade schon gesagt. Objekte, die du erstellst, werden direkt in die Schnellleiste abgelegt. Das haben wir jetzt auch gemacht. So, wähle den Schmelzofen auf dem Boden, indem du. Was? Wähle den Schmelzofen und platziere ihn auf dem Boden. Hier ist irgendwie das Feld nicht so ganz. Passt nicht so ganz zur Schrift. Gut. Dinger scheinen grün, wenn sie da im Abstand sind. Also wir können das überall draufstellen, wir können es auch hier auf die Vorkommen draufstellen. Ist aber nicht so zu empfehlen, weil dann kommen wir nicht mehr hin. Das heißt, ich stelle den jetzt einfach mal hier hin. Öffne den Schmelzofen. Lege das Eisenerz in den Rohstoffslot. Okay. Gib Brennstoff in den Steinofen. Ja, jetzt fängt es nämlich schon an. Der Brennofen, der Schmelzofen, braucht irgendwas, was wir verbrennen können. Klingt logisch. Kohle oder Holz funktioniert als dieser, welche du in der Nähe finden kannst. Das heißt, wir können jetzt hier entweder Holz schlagen gehen. Ja, ich kann hier Holz abbauen. Oder ich kann hier Kohle abbauen. Kohle ist aber deutlich effektiver. Deswegen baue ich jetzt lieber Kohle ab. Auch wenn es länger dauert. Was war das? Da hat gerade irgendwie das Spiel gehangen. Ja, ich weiß, wir werden noch ein bisschen mehr Kohle brauchen. Deswegen baue ich jetzt schon mal was ab. Ich meine, ich habe ja die Mission schon gespielt. So, 10 sollten erstmal reichen. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel 4 Holz. Holz braucht man im Originalspiel nicht so viel. Aber halt ab und zu mal. Der Schmelzofen schmilzt nun das Eisenerz zu Eisenplatten. Ja, jetzt können wir hier schön zugucken. Es geht ratzfatz, aber auch die Kohle geht ratzfatz weg. Ja, das war eine leichte Übung. Was mir aufgefallen ist, wir haben hier oben irgendwie so diesen schwarzen Rand hier. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir hier einfach noch nicht rausgehen sollen, weil. Ah, weil es ja das Tutorial ist. Und deswegen kommen wir noch nicht raus. Später wird die Welt natürlich noch deutlich größer. Sehen wir erstmal die Eisenplatten raus. Ich bin ziemlich müde von der ganzen Arbeit. Ich frage mich, ob das automatisiert werden kann.
So, und jetzt geht auch schon die Automatisierung los. Stelle einen befeuerten Erzförderer her. Dieses Ding hier. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Schmelzofen, wir brauchen Eisenplatten und wir brauchen Eisenzahnräder. Problem ist, uns fehlen Eisenplatten und uns fehlt Stein. Und die Zahnräder machen wir auch aus Eisenplatten. Jetzt weiß ich nur nicht so ganz, wie, ob er mir anzeigt, dass mir neun fehlen oder ob ich neun brauche. Jedenfalls brauchen wir Eisen, das heißt, wir kloppen jetzt hier erstmal wie die Blöden auf Eisen rum. Alle Leute, die Minecraft gespielt haben, werden dieses wilde Rohstoffgesammel noch kennen. Ja. Eisen, 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 Kohle, Kohle, Kohle und so weiter. Ja. Das waren noch Zeiten. Ja, vielleicht spiele ich auch irgendwann mal Minecraft, mal schauen. Aber gerade habe ich mehr Lust auf Factorio, weil das irgendwie schon ganz lustig ist. Achso, während der hier schmilzt, könnten wir eigentlich Stein hauen. Das will ich auch, dass ein. Man denkt immer, boah, man hat jetzt hier irgendwas fertig, aber es gibt eigentlich immer irgendwas zu tun. Ne? Ich meine, während mein Schmelzofen hier schmilzt, muss ich Steine sammeln, um diesen blöden. Ach, das sind die Autosaves. Das Spiel speichert nämlich immer automatisch in gewissen Intervallen, damit nichts verloren geht. Das ist sehr praktisch. So. Okay, das war die Gesamtanzahl. Jetzt bauen wir einen Erzförderer. Stellt er hier unten, das seht ihr jetzt nicht so ganz. Aber alle Vorkomponenten stellt er automatisch her. Platziere den befeuerten Erzförderer auf dem Boden über einigen Ressourcenfeldern. Ja, man kann ihn auch irgendwie drehen oder so, ist jetzt aber egal. Ich werde jetzt als erstes mal Kohle automatisiert abbauen. Gib etwas Brennstoff in den befeuerten Erzförderer. Weil Kohle brauchen wir echt am meisten, weil alles, was wir am Anfang haben, wird mit Kohle laufen. Und ohne Kohle können wir uns alles andere in die Haare schmieren. Jetzt verbrenne ich Kohle, um Kohle herzustellen, aber ich fördere mehr Kohle, als ich Kohle verbrauche. Genau, der Erzförderer gibt geförderte Ressourcen an seiner Vorderseite aus. Hier. Gut, sammle die vom Erzförderer ausgegebenen Ressourcen ein. Drücke F, während du über ihn stehst. F. Zack. Ich könnte hier etwas hinstellen, um die vom Erzförderer gesammelten Ressourcen zu sammeln. Jetzt geht's wirklich los. Holzkiste. Holzkiste. Zum Glück habe ich vorher schon Holz geschlagen. Das ist so eine Variante, wofür man. Oh, gleich eine zweite. Wofür man Holz braucht. So, und jetzt kann man hier quasi die Kiste hinstellen. Die Ressourcen werden nun in die Holzkiste gesammelt. Genau. Jetzt sind nämlich quasi alles, was wir ja fördern, kommen in die Kiste. Jetzt können wir hier, die wird halt einfach voll gemacht, wenn sie voll ist, hört er auf zu arbeiten. Ich sollte hier rumgehen. Was? Rumgehen und diese merkwürdigen Orte ein wenig erkunden. Ah! Okay, wir haben das erste Level gemacht. Das heißt. Wiederholung speichern, nee. Das heißt, wir gehen direkt mal ins nächste Level. Ihr seht, wir haben hier schon ein bisschen mehr. Wir haben hier schon einen Ofen, zwei Erzförderer und ein paar Fließbänder. Oh, hier sind vier Erzförderer. Das sieht aus wie eine verlassene Bergbaustätte. Ich frage mich, wofür dieser Greifarm wohl gut ist. Diese Maschine hat keinen Brennstoff mehr. Okay. Ah, hier ist ein Greifarm. Das ist natürlich sehr praktisch. Öffne das Objektfenster. Drücke linke Maustaste. Was ist denn das hier? Das ist ein befeuerter Greifarm. Und wir haben natürlich. Oh Wunder, Kohle dabei. Fülle im Brennstoffvorrat etwas auf. Okay, man kann irgendwie die. Per Rechtsklick auch die Sachen teilen. Die Stapel. Wird man immer wieder brauchen. Obwohl später schmeißt man einfach dann ganze Stacks irgendwo rein. Gut. Das nennt man einen befeuerten Greifer. Er hebt Gegenstände vor sich auf und legt sie hinter sich. Er kann Gegenstände in Maschinen einfügen und herausnehmen. Das heißt, er kann quasi aus der einen Kiste in die andere Kiste legen oder aus der Maschine raus, aus Fließbahn. Ist ganz praktisch. Also später läuft alles mit Greifarm. So viel habe ich schon gelernt. Und jetzt sehen wir auch jetzt, dass er hier fleißig am Arbeiten. Und füllt uns die Sachen. Sieh dir die Holzkiste an. Möglicherweise ist noch etwas Nützliches drin. Oh je. Eine Pistole. Nehmen wir gerade mal eine Waffenslot. Munition. Das könnte nützlich sein. Fließbänder. Noch ein Greifarm und natürlich Kohle.
Wenn Gegner nah sind, kannst du schießen, indem du die Taste Space gedrückt hältst. Der Gegner, der am wenigsten von dem Mauszeiger entfernt ist, wird beschossen. Okay, also zielen tun wir mit dem Mauszeiger und der am nächsten dran ist, wird getroffen. Was wiederum heißt, wir sind hier nicht alleine. Nee. Da geht's auch schon los. Ah! Gott! Puh, sie sind tot, aber vielleicht kommen noch mehr. Ich sollte die Produktion zum Laufen kriegen und mich vorbereiten. Der zweite, was? Knickarm-Roboter. Aha. Ist verkehrt ausgerichtet. Okay. Dreh den Greifarm, indem du mit der Maus auf ihn zeigst und R drückst, sodass er das Eisen in den Schmelzofen. Okay. Also ist auch wichtig, in welche Richtung, weil die haben immer nur eine Richtung. Und der würde jetzt die Sachen aus dem Ofen aufs Fließband legen, was ja wenig Sinn macht. Deswegen drehen wir den mal. Und jetzt fördert er in den Ofen. Also wirklich sehr knifflig hier alles, auch mit den Fließbändern. Auf welcher Seite das Fließband das legst, das kommt dann später noch. Das werdet ihr dann sehen, da werde ich noch verzweifeln. Wenn du etwas bauen willst, drücke R, um es zu drehen, bevor du es platzierst. Okay. Es bewegt sich. Hier ist aber kein. Ich sollte erst einen grundlegenden Güterfluss gewährleisten, bevor ich mich der Elektrizität zuwende. Oh, Strom. Richte folgende Maschinen: Befeuerte Erzförderer, Schmelzofen. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal hier den Schmelzofen überhaupt mal anmachen. Damit überhaupt irgendwo was passiert. Okay, wir sollen Erzförderer und Schmelzöfen bauen. Das heißt, wir brauchen Stein, wir brauchen Eisen. Eisen produzieren wir hier gerade. Wie ihr seht, also die hier fördern, solange Platz auf dem Fließband ist. Was wir aber brauchen, ist Stein. Stein, Stein, hier oben ist Stein. Und hier ist auch schon Kupfer. Jetzt brauchen wir erstmal Stein. Also ihr seht, es gibt immer was zu tun. Kaum läuft da unten die Kohleförderung und die. Ich brauche sehr lange, um diesen Stein abzubauen. Ich sollte meinen ersten befeuerten Erzförderer darauf verwenden, den Stein für mich abzubauen. Okay. Was brauchen wir denn noch? Eisenplatten. Dann holen wir mal Eisenplatten. Ich glaube, 9 Stück brauchen wir insgesamt. Kann das sein? Ja, 9 Stück. 14 haben wir schon. Sehr schön. Dann bauen wir hier mal ein. Und nehme schon mal Kohle mit. Also ihr seht, Kohle fördert sich relativ schnell. An sich müssen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die befeuern sich selber, wenn sie Kohle abbauen. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen Förderer. Den können wir jetzt drehen. Und hier werden auch so verschiedene Sachen irgendwie angezeigt. Hier hat er 900 Steine. Es ist auch wichtig, wie man ihn hinstellt. Weil die Ressourcen ja nicht unendlich sind. Dann stellen wir den mal hier hin. Jetzt hat er natürlich keinen Stro kein nicht genug Energie, aber jetzt fördert er hier auch irgendwo in die Pampa. Das ist auch blöd. Das heißt, wir brauchen noch schnell eine Kiste. Ach, brauchen wir gleich 2 Kisten. Nie verkehrt. So. Jetzt müsst ihr eigentlich direkt in die Kiste fördern. Na ja, gut. Okay, sie befeuern sich nicht selber. Ich dachte, sie befeuern sich selber, aber das tun sie dann doch nicht. Das heißt, wir müssen hier erstmal alles irgendwie auffüllen. Ja, damit hier die Produktion nicht stilllegt. So. Ah, dieses Speichern. Ach hier, da müssen wir rein. Gut, wir brauchen noch. Jetzt brauchen wir noch Erzförderer. Noch 5 Stück. Weiß ich gar nicht, wo ich die hinstellen soll. Und wir brauchen noch. Jetzt noch auf einen anderen Krempel. Aber naja. Das wird ja ein Spaß hier. Also, ihr seht, es gibt immer was zu tun. Man ist immer irgendwie beschäftigt und abgelenkt. Errichte folgende Maschinen. 4. 5 habe ich gebaut, 4 habe ich noch. Oh Gott, jetzt ist dem hier unten die Energie ausgegangen. Oh je, oh je, oh je. Also ihr seht, ich brauche auf jeden Fall mehr Kohle. Und Kohle ist, wie gesagt, das eins der wichtigsten Rohstoffe überhaupt.
Deswegen werden wir jetzt hier mehr Kohle bauen. Warte, der hatte doch so viel. Nehmen wir mal die Hälfte. Ja, also... Nicht die Hälfte da ganz... Also das Wichtigste ist, wie gesagt, einfach Kohle zu haben. Danach kommt sowas wie Eisen. Na? Weiß ich nicht, wo ich den hinstellen soll. Joa. Eigentlich fördere ich hier eh schon mehr, als ich verbrauchen kann. Stell ich mal hier hin. Das ist jetzt hier auch erstmal wurscht, wie man das baut alles. Es geht nur darum, dass es gebaut wird. Aber ich sehe gerade, wir sind schon am Ende einer Folge. Deswegen müssen wir jetzt hier leider Schluss machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann hier weitergeht. Bei Factorio, ihr seht, ich bin eh schon immer abgelenkt. Wir dann hier ein bisschen weitermachen mit unseren ersten Schritten und weiter aufbauen. Ich euch da mal weiter zeige, wie ich später versagen werde. Ja, und damit, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt Spaß daran, dass ich Factorio bringe. Ich weiß noch nicht, in welchem Rhythmus genau ich das bringen werde, aber ja, also mindestens einmal die Woche oder so, Wochenende, habe ich mir jetzt mal überlegt. Aber das seht ihr dann, das schreibe ich da auch noch alles in die Kommentare, auch wo ihr das Spiel herkriegt, was das Spiel ist, von wem es ist und so, seht ihr alles in den Kommentaren. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Kommentar da, ein Like, irgendwas, ich freue mich über alles. Ihr könnt mir auch sagen, wie scheiße ich das hier gerade aufgebaut habe und so, ist alles in Ordnung. Ich bin für Kritiken und Verbesserungsvorschläge offen. Ja, damit verabschiede ich mich aus der ersten Folge Factorio und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute!